Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. So, hallo YouTube, hallo Zocker, hallo... Ja, Hitman-Freunde, so muss ich wohl sagen. Das ist dann das Free-Roaming-Training in der Pre-Beta. Und ja, ich habe gedacht, komm, nehme ich heute noch mal so ein bisschen was auf, damit man noch mal sieht, dass es eben auch auf 1000 anderen Wegen geht. So, gerade mal das Zeug hier einstecken. Hier holte ich mir nur die Patronen, die Waffe nehme ich mal nicht mit. Wahrscheinlich würden wir ein Problem kriegen, wenn wir mit der Waffe da reingehen würden. Hab's noch nicht ganz hingekriegt, rauszufinden, wie man die Waffe mitnehmen kann. Vermutlich muss man da so einen Wachmann, oder die Klamotten von einem Wachmann tragen, dass man ein Gewehr mit da reinkriegt. Wir könnten ja auch mal versuchen, an den da ranzukommen, aber ich glaube, wenn wir den umnieten, dann fällt das ein bisschen auf. Wir könnten es allerdings eventuell auf einem anderen Weg schaffen, an seine Verkleidung ranzukommen. Ich versuche es mal. Man muss dazu sagen, ich habe wirklich viel in dieser Beta gespielt. Ist auch jemand aufgefallen, der hat gesagt, du bist viel zu gut. Hast viel zu viel geübt schon. Das sieht alles so rein zufällig aus, aber du weißt schon genau, was du machst. Ja, mehr oder weniger schon. Also ich habe ja sehr, sehr viele Fehlversuche gehabt, die ich nicht hochgeladen habe. Und dann habe ich halt mal einen Abend lang gespielt und dann ging es schon besser. Also die Steuerung an sich unterscheidet sich nicht so stark vom Vorgänger. Das hat hingegen schon und die Grafik finde ich auch. Und ich bin gespannt auf die Art der Mission. Also ich meine, es geht ja anders los. Es gibt ja sowas wie ein Starterpack für 15 Euro. Und dann kann man Episoden dazu kaufen und dann gibt es auch monatliche Episoden. Alles mögliche DLC finanziert, wie es aussieht. Und ich finde das interessant, weil ich meine, hallo, es ist ja ein Profikiller-Spiel. Und ein Profikiller, der macht ja nicht 3 Aufträge und ist fertig. So, wir gehen mal da rein. Ich überlege gerade, mit welcher Methode wir den jetzt mal umnieten hier, dass wir dieses Training hier schaffen, weil ich will dann erstmal fertig spielen, weil ich nicht weiß, wie lang die gute Beta noch läuft. Und wenn dann noch Zeit ist, machen wir noch ein paar extra Touren hier durch dieses Level. Hey! Das ist auch interessant. Der ist hier am Telefonieren. Wir könnten ihn rein theoretisch über Bord werfen. Ich meine, es gab mal irgendwann irgendwo einen Auftrag in einem Hitman-Spiel. Da war das auch der Job, die Person da über Bord zu werfen. Oh, 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 oh. Ich muss aufpassen. So, wir wissen ja, dass er irgendwann hier reinkommt. Und ich habe jetzt vor, das Ganze ein bisschen zu präparieren, dass wir hier ein bisschen unauffälliger wie beim letzten Mal zu unserem Kill kommen. So, wenn ich hier Alt-Taste drücke, kann ich das Ganze hier ein bisschen platzieren. Hier am Computer wird er ja vermutlich stehen. Wir platzieren mal hier die Mine. Wenn man steht, sieht man die gar nicht, aber von hier unten sieht man sie. Und stecken mal den Zünder ein und gehen wieder raus. So, und jetzt sorgen wir mal dafür, dass der wieder das Büro betritt. Okay. Ah, hier trinkt er jetzt sogar am Wein. Das ist interessant. Ist
der Typ noch da? Ne, der ist auch schon an Bord. So, mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass das auch so abläuft. Es kann nämlich sein, dass es jetzt hier komplett anders abläuft. Also falls da jetzt nicht der andere Typ auftaucht, mit dem er dann ins Büro geht oder er nicht ins Büro geht, dann machen wir das auf dem anderen Weg. You're not a superhero, Calvin. They don't exist. Not with that attitude, they don't. Er redet noch davon, dass er nicht sterben kann, aber eigentlich ist er schon tot, er weiß es nur noch nicht. Die Frage ist nur, kriegen wir ihn ins Büro, dass wir ihn sprengen können? Scheinbar nicht. Gut, dann hören wir hier jetzt mal auf. Oh oh, die sind aufmerksam geworden auf mich. Ich muss mich irgendwo verstecken. Und muss warten, bis die sich wieder beruhigt haben. Okay, da ist am Schreibtisch. Mist, jetzt geht er wieder weg. Mist, 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 Mist. Das lief nicht gut. Scheinbar hat man aufgehört, mich zu suchen. Okay, wir gehen einen Stockwerk höher. Da haben wir einen Wachmann. Das ist cool, alles mit Holzattrappen, weil es ein Trainingsgelände ist. Wo geht der hin? Geht der in sein Büro? Der geht in sein Büro. Der steht an seinem Schreibtisch. Das ist noch besser. Wo haben wir den Zünder? Da war er tot. Ja, und wir... hauen ab. Mit dem Hubschrauber. Und weg sind wir. Tja, das war der Alternativplan. Oder beziehungsweise der Hauptplan, der dann am Schluss aufging, aber eigentlich am Schluss ein Alternativplan war. So, und wir könnten jetzt machen mehr Training, mehr Training, mehr Training und könnten alle Szenarien durchspielen, aber ich will weitermachen bis zum Final Test, weil ich nicht weiß, wie lange die Beta... I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough, deserted, but we found no trace that your man was ever there, or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course.
But frankly, it's as if the Earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'll be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. The final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Soda's can bend the rules, then so can I. Good luck, Initiate. Tja, das ist dann die finale Mission. Also man will eigentlich, dass wir scheitern. Weil man das als Bedrohung ansieht. So, wir können hier Opportunities tracken, wo ich nicht genau weiß, was genau das bedeutet. Aber es sind wohl, ja, durch die Aufklärung in der Karte neue Ausgänge möglich, mit denen wir dann die Flucht ergreifen können nach erfolgreichem Ausschalten des Gegners. Aber ich versuche es hier mal auf dem klassischen Wege. Ich versuche hier einfach mal nach vorne durch die Vordertür reinzukommen. Kann ich nicht werfen? Doch. Muss ich werfen können. Gibt's doch gar nicht. Ah, geht doch. Ich weiß noch nicht, wo der hinguckt. So, ja. Der dreht sich rum. Dann schnappen wir uns mal das gute Ding. Oh, 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 oh. Sehr schön. Und runter. Man darf uns nicht sehen. Ja. Warum steht da... Nein. Falscher Knopf gedrückt. Und wir fallen... Wir fallen auch nicht auf, ja. Sehr schön. Wir schleichen geduckt in Kuba an irgendeiner Militärbasis rum und fallen nicht auf. Hat Style. So, wir haben alles eingesteckt und sind jetzt getarnt. Scheinbar fällt es keinem auf. Dem können wir wohl sogar nah vorbeigehen, ohne dass er merkt, dass wir... nicht dazugehören. Da hinten ist einer, der mag, dass wir nicht dazugehören. Schwupps. Da rein. Schon sind wir im Gebäude. Es ist die Frage, sehen die zwei... Nee, die erkennen mich nicht. Das ist sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die wollen nicht, dass ich da reingehe, gut. Dann machen wir es eben anders. Also hier haben wir noch ein bisschen was mit Intel.
nutzen wir das mal, um das hier eventuell zu schaffen, dass wir... Jasper Knight certainly knows how to make an exit, but first he needs to test the jet's safety equipment, including the ejector seat. Ha. Huh. Das ist nicht gut. Der mag, dass wir nicht dazugehören. Wie kommen wir da dran? Das ist eine gute Frage. Ach, da ist auch einer, der uns erkennt. Ist ja ein Drama. Einfach cool bleiben und weitergehen. Hier dürfen wir hoch. Oh, da liegt was, das können wir lesen. Okay, warum genau wir das lesen können, weiß ich jetzt nicht. Ist useful, können wir aufheben. Okay, wo geht der hin, weiß ich nicht. Was heißt hier arresting? Wieso hatten... ich glaube, wir sollten mal auf eine Schalldämpferwaffe wechseln. Wir haben mehr als ein Problem. Wieso haben die mich jetzt enttarnt? Weil ich die Treppe hoch bin? Kann nicht sein. Bin ich schon öfter hoch, gab es kein Problem. Okay, wir machen Replay. The final test is based on an authentic 1979 mission. Ja, ja, das kann man leider auch nicht wegdrücken. Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Soda's can bend the rules, then so can I. Good luck, Initiate. So, wir versuchen das nochmal auf dem Weg. Also das Reinkommen an sich wird sich wahrscheinlich kaum unterscheiden. Wobei ich könnte es nochmal versuchen, hier hinten einfach drüber zu klettern. Ja, ja, passt schon. Ich weiß nicht, merken die es? Wir stehen wieder total bescheiden. Escape by fighter jet. Sounds dangerous. Was ist das hier? Ah, eine Münze. Ja, aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Wir holen uns erstmal den Kollegen. Können wir den irgendwo verstecken? Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Oh Mann, es darf nicht wahr sein. Oh, wo kommen die denn alle her? So. Ja, eigentlich wollte ich hier andere. So, komm mal mit, Kollege. Dich packen wir mal da rein. Das musste ich leider zwei erschießen, was ich gar nicht wollte. Ich hoffe, wir fallen nicht auf.
Es ist aber auch ein Krampf, hier nicht aufzufallen in solchen Szenarien. Gar nicht so einfach. So, hier liegen ja Waffen rum. Wir nehmen uns mal die. Und jetzt haben wir wenigstens mal eine gescheite Kanone dabei. Und hier draußen ist freigeräumt. Sollten wir nicht auffallen. Jetzt mal gucken, ob wir irgendwie da hochkommen. Es muss Wege geben, da hochzukommen. Das Rattengift. Jasper Knight certainly knows how to make an exit. Ja, da ist die Person, die wir killen sollen. Including the ejector seat. Können wir mit der Hebebühne hochfahren? Nee, leider nicht, ne? Wäre natürlich besonders cool, damit hochzufahren und dann patz durchs Fenster und dann gerade wieder runterfahren. So, ich glaube, die erkennen mich nicht. So, da ist abgesperrt. Da komme ich nicht hoch. Da oben rennt ein General rum. Ich glaube... Oh oh. Wer hat mich denn da jetzt schon wieder gesehen? Manchmal sehen die einem auch hier durch die Wände durch, was ein bisschen nervig ist. Oh, die sehen mich nicht als Gefahr an. Diesmal erkennen die mich nicht. Erkennt der mich? Oi. Dem falle ich scheinbar auch nicht auf. Da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Wenn wir denen allen nicht auffallen, haben wir gute Chancen. Apparently, Jasper Knight is demanding that his girlfriend accompanies him to the Soviet Union, and he refuses to leave until he gets affirmation from his superiors in Moscow. The call will come through in the restricted but otherwise unguarded radio room. Oh Mist. Ich habe keine Ahnung, wo die sich jetzt überall hinbewegen. Wir latschen einfach mal da hoch. Da laufen welche Wache. Da stehen welche, aber die sehen uns alle nicht als Bedrohung. Vielleicht können wir da ein bisschen was basteln. Oh Mann, das ist aber auch extremst gut abgesichert hier alles. 1000 Wachen. Aber gerade die wüssten, dass ich komme. Geht's hoch, Tür. So, wir gehen ein bisschen einen radikaleren Weg. So, beide sind tot. Und jetzt nichts wie raus hier. Sonst fallen wir wahrscheinlich gleich auf. He's the real McCoy. That KGB officer, Netsky? Yeah, that's what you're the special agent. So, wo geht's hoch? Kommen wir da drüber? Und zack. Congratulations, Agent. You are clear for field duty.
nicht ganz so unblutig zu Ende gebracht. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does he. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Tja, das war's. Und am 11. März kommt Spiel raus und wir sind wieder am Anfang. Das war die komplette Beta, die haben wir jetzt einfach mal durchgezockt und sollte ich noch die Gelegenheit bekommen, morgen oder auch wann auch immer noch ein paar Aufnahmen zu machen, werden wir in der freien Mission, die wir da haben, noch ein paar Wege durchgehen, wie wir den anderen Typen da ausschalten können. Da gibt es noch ganz lustige Dinge und ja, ich bin erstmal raus. Sag danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid eventuell bei der Vollversion wieder mit dabei, wenn es heißt Nick frei zockt, Hitman Agent 47. Ich bin raus, macht's gut, bye bye.